Guten Morgen, liebe Steffi, wie geht es dir? Guten Morgen, liebe Imke. Mir geht es wunderschön. Ich habe die letzten Tage so genossen mit den Schutzengeln, mit Lady Nada und ich bin einfach immer so glücklich, wenn ich immer mit der geistigen Welt unterwegs bin. Und für mich ist das halt, dass es wirklich bedeutet, das nicht nur im stillen Kämmerchen zu machen oder mal eine halbe Stunde am Tag, sondern ich habe das wirklich verkörpert. Das heißt, für mich ist das den ganzen Tag so. Das wünschen wir uns ja auch für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, dass ihr das wirklich für euch mitnehmt und nutzt und diese Energie, euch von dieser Energie dann auch tragen lasst. Und wir haben heute mal gemeinsam in den Monat Februar reingespürt. Heute früh schon. Wir haben kurz miteinander tatsächlich telefoniert, weil wir beide so das Gefühl hatten von unglaublicher Liebe, die uns hier jeden Tag umgibt und einhüllt und unterstützt. Und was eben so wunderschön ist, dass der Februar, Imke hat es so schön beschrieben, so es sich in Rosa zeigt. Das heißt, richtig in Herzensenergie. Und dahingehend haben wir uns auch überlegt, dass wir heute mit euch Heilung des Herzens besprechen möchten. Genau. Unser Herz ist unser Zentrum und es ist so wichtig, weil wir aus dem Herzen heraus leben sollten, vielfach. Viele tun es noch nicht, viele leben noch aus dem Verstand heraus. Es ist so wichtig, dass unser Herz wirklich geheilt ist auf allen Ebenen. Es gibt ja sogar auch das Broken Heart Disease Thema, das heißt, wenn Menschen Menschen verlieren, bricht das Herz ein Stück weit. Das fühlt sich an tatsächlich wäre ein Herzinfarkt. So weit muss es nicht kommen, um Gottes Willen. Aber wir wollen eben alles das, was im Herzen jetzt noch sitzt, was nicht in der Heilung ist, nicht in der Liebe ist, also jegliche Form von Trennung, wollen wir jetzt heilen. Und du hast es so stimmig angesprochen, auch mit den Krankheiten. Ja, also das gebrochene Herz hat jeder schon mal gehört. Ja, wie oft haben das die Menschen nach Liebeskummer oder nach einem Verlust, der es auch ja im Tod von den Menschen bedeuten kann, wo sie das Gefühl haben, nichts gibt mehr Sinn und wo dann die Menschen natürlich auch ihr Herz verschließen. Und wenn das Herz so richtig, richtig schön verschlossen ist, auch das Herzchakra, dann kann das letztendlich tatsächlich auch zu Herzstillstand oder zu Schlaganfällen führen. Deshalb ist es so wichtig, dass das Herz, Entschuldigung, offen ist und auch, dass die Chakren geöffnet sind, dass es uns da wirklich gut geht, dass alles im Fluss ist. Im Fluss bedeutet Leben, im Fluss bedeutet Heilung. Und daher wollen wir jetzt dich dahingehend unterstützen, dass bei dir auch deine Herzensenergie im Fluss ist. Und welche Möglichkeiten haben wir denn dazu, dass das Herz geheilt wird? Es hört sich immer so schwierig an, wenn man das hört. Herz heilen, puh, keine Ahnung, wie soll ich das machen? Also wichtig ist erstmal, dass deine Emotionen, deine Gefühle, dass die, wir haben jetzt schon ein paar Mal im Februar auch über die Liebe gesprochen. Und hier geht es auch wieder um die Liebe. Die Liebe hat eine wundervolle Heilkraft und Heilenergie. Das heißt, auch hier, begib dich in dein Herz gedanklich, geh mal in dein Herz hinein und fühl mal, wie sich das anfühlt. Fühlt sich dein Herz jetzt klein oder groß an? Eher verschlossen oder offen? Licht durchflutet oder vielleicht nicht so lichtvoll. Fühl da einfach mal rein. Und was nimmst du wahr? Erstmal nur wahrnehmen. Und Steffi wird auch immer jetzt dann gleich sagen, bewerte nicht. Nimm einfach nur wahr. Und was fühlst du? Eine wundervolle Ausführung. Und da seid ihr jetzt angehalten, ihr Lieben, wirklich von eurem Kopf wieder zurückzugehen ins Herz. Also so richtig hier die Rutsche runter und flupp ins Herz. Lasst euch mal hier reinfallen ins Herz. Und für den einen oder anderen mag es unangenehm sein, in diesem Moment im Herzen zu sein, weil wir natürlich auch das Herz zugemacht haben, um uns zu schützen vor Dingen, die uns wehtun. Allerdings wisst ihr auch, dass Verdrängung leider auf Dauer nicht gesund und auch nicht hilfreich ist. Das heißt, für eine Zeit lang mag das okay sein und mag das echt gut funktionieren, aber irgendwann wird es euch einholen. Und dann in seiner ganzen Kraft, die ihr eigentlich so nicht erfahren müsstet, wenn ihr euch gleich euren Gefühlen stellt, wenn ihr sie nicht runterdrückt, wenn ihr euch nicht weigert, sie zu spüren, sondern wenn ihr sie einfach annehmt und da sein lasst. Ja, natürlich ist dann auch wichtig,
das zu bereinigen in sich, nachher wieder wirklich in die Einheit das Ganze zu bringen. Warum? Weil sonst hänge ich die ganze Zeit in der Frequenz von Trauer, von Schmerz, von Angst, von gebrochenem Herzen rum. Und naja, das zieht nur andere Umstände an, die dieser Frequenz entsprechen. Genau, und wir haben ja schon ein paar Mal auch gesagt, wie wichtig es ist, aus dem Herzen heraus zu leben. Der Verstand ist dazu da, dass wir Dinge umsetzen können. Und wenn unser Herz verschlossen ist, dann kriegen wir den Zugang nicht und können wir ihm gar nicht folgen, weil es ist unser wundervoller Kompass. Wir können es nicht oft genug betonen. Und deshalb schau bitte, es geht nicht nur um jetzt gesundheitliche Prophylaxe, es geht auch um deinen Weg, um das, was dir wirklich zusteht in deinem Leben. Und deshalb verbinde dich mit deinem Herzen. Und unterstütze es dabei, dass es heilt. Und woran erkennst du, dass du nicht aus dem Herzen handelst? Das sind all die Entscheidungen in deinem Leben, die du triffst, die angstbasiert sind, die aus Mangel stattfinden, die aus Umzuvermeidungsstrategien stattfinden, die stattfinden, um dir insgeheim einen geheimen Vorteil zu verschaffen. Ihr Lieben, es geht hier nicht um irgendeinen geheimen Vorteil. Es geht darum, wirklich in Liebe mit euch und mit allem, was ist, zu sein. Und das so zu leben, dann braucht ihr keine geheimen Vorteile, weil sich die sogenannten Vorteile von ganz alleine einstellen, ohne dass ihr was dafür tut, sondern es fügt sich einfach. Genau. Es ist ein Puzzleteil, was genau immer an die Stelle passt. Das heißt, du puzzelst, wenn du aus dem Herzen heraus lebst, dir dein Leben wirklich zurecht. Du bist dann auch der Schöpfer, die Schöpferin deines Lebens. Sonst wirst du teilweise gelebt und wenn du aus dem Herzen lebst, lebst du selber. Und je mehr du natürlich in der Liebe bist, desto schöner wird sich dein Leben zeigen. Immer. Und zwar in allen Bereichen deines Lebens. Das heißt, hier könnte man auch davon sprechen, den sogenannten Liebesquotienten in uns zu erhöhen. Auch das geschieht, wenn man die Heilung des Herzens durchführt. Und das ist eine wundervolle Vorstellung, ja, den Liebesquotienten zu erhöhen. Da jubiliert in mir gleich alles. Und ich bin gespannt, wie dir es am anderen Ende von uns hier geht, wenn du das hörst. Das ist doch etwas Wundervolles. Und befass dich mit deinem Herzen. Es schlägt für dich, es taktet, es schickt das ganze Blut, dein Lebenselixier durch deinen Körper. Und es macht so viel mehr. Befasse dich damit. Verbinde dich mit deinem Herzen und lass dich durch dein Leben leiten. So schön. Ja, und ich nehme jetzt auch hier wieder wahr, wie ganz viel Transformation schon durch unsere Worte geschieht, ganz viel Bewusstseinserweiterung geschieht. Und auch hier in unseren Zellen, in unserem System geschieht gerade auch Reinigung. Und also meine Zellen zumindest, die haben gerade richtig Freude, die strahlen im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur ich strahle, sondern auch jede Zelle an mir strahlt tatsächlich. Und unsere Auren. Unser Feld, was uns alle umgibt, schaut wunderschön kraftvoll aus. Und ich sehe uns auch heute wieder alle gemeinsam in so einer wirklich einer großen, rosanen Kugel sitzen hier und gemeinsam über das Herz sprechen. Es ist so wunderschön und so viel Heilung, die hier schon nur allein durch unsere Anwesenheit geschieht. Danke dafür. Und die Herzenergie ist so kraftvoll. Und wir wünschen dir jetzt einen herzerfüllenden Tag aus deinem Herzen heraus gelebt. Und wie viel mehr Herz kannst du heute leben? Shine your light.